mein Gott, Yannick! Wow, look it up. Ich hab grad unser Postfach gecheckt. Oh, du glaubst krass. Nicht, wer uns geschrieben hat. Nee. Yannick. Ja? Gott hat uns geschrieben. Hallo, Salam, Shalom, bla bla bla. Lieber Yannick, liebe Kimberly, hier spricht Gott. Meine Freunde nennen mich einfach G. Es wurde ein neues Testament verfasst und dazu ein Film abgedreht. Dieser Film feiert heute in Deutschland Premiere und ich kann leider nicht erscheinen, weil ich meine Lohnsteuererklärung noch machen muss. Darum bitte ich euch beide, für mich vor Ort zu erscheinen und das Ereignis mit allem Drum und Dran festzuhalten. Himmlische Grüße, Gott. Aber wie sollen wir denn da hinkommen? Das ist doch... Ich weiß gar nicht, was ich anziehen soll. Ich muss sofort nach Hause. Gott existiert. Er lebt in Brüssel. Weißt du, was deine Tochter getan hat? Sie hat die Todesdaten verraten! Zu diesem Zeitpunkt kann niemand sagen, ob es sich um einen Scherz handelt oder ob sich die ominösen Todesdaten bestätigen. Wie verbringen wir den Rest unseres Lebens, ist die Frage in den sozialen Netzwerken. 62 Jahre habe ich noch. 62! Test! Oh, scheiße. Unter 2 Jahre, Kumpel! Der Rekord! Ich habe noch 12 Jahre zu leben und ich würde gern die Titanic aus Streichhölzern bauen. Hallo, hier ist wieder Kevin. Da sind wir nun. Der rote Teppich. Sternchen, Presse und Filmbegeisterte treffen aufeinander. Wir haben das Vergnügen, uns mit einigen bekannten Gesichtern zu unterhalten. Seht selbst. Heute eröffnet das brandneue Testament das Filmfest Hamburg. Was zeichnet denn diesen Eröffnungsfilm aus? Ein bisschen was Surreelles und was Poetisches, was ich mit Belgien assoziiere. Belgien ist ja das Land des Surreellen. Und es ist gleichzeitig eine Komödie und es ist ein bisschen wie Champagner zu trinken. Es ist so perlend und ich finde, mit Champagner zu öffnen ist immer gut. Genug vom Blitzlichtgewitter. Gehen wir in den Saal, um uns einen Eindruck von der Preisverleihung zu verschaffen und um vielleicht einen Sekt abzustauben. Katrin Deneuve wird heute mit dem Douglas-Sirk-Preis ausgezeichnet. Warum hat sie den Douglas-Sirk-Preis verdient? Ich finde, sie ist einfach nicht nur eine Ikone, sondern auch sehr leidenschaftlich und irgendwie sprüht sie vor Leben. Und wenn man sie spielen sieht, das ist wahnsinnig ansteckend und ich kann nur einen inneren Kniefall vor Katrin Deneuve. Ich finde, sie ist großartig. Die gute Laune auf der Preisverleihung macht sich allmählich auf den Weg ins Grand Elysée und wir lassen uns gerne mitnehmen. Das brandneue Testament, was sagen Sie? Super, super, super. Das ist das Tolle an Frankreich, die gehen dann einen Schritt weiter als wir. Ich fand ihn super lustig, war ein ganz anderer Witz, super, also ich fand ihn echt gut, muss ich sagen. Ja. Sehr zu Herzen gehender und zum Nachdenken angeregter Film. Das war mal was Neues, den Gott auch noch mal böse dastehen zu wollen, ne? Das fand ich super. Sehr zu empfehlen. Also Glückwunsch zu dem Film. Liebe Zuschauer, das Hamburger Filmfest ist eröffnet. Wir freuen uns auf 9 weitere spannende Tage auf dem roten Teppich. Tschüss und bis demnächst.